Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Season 15 ist jetzt wenige Tage alt und in den Gamefiles wurde endlich die Optik, die original feste Optik für das Zierabstück geleakt. In Season 14 war schon klar laut Leaks, dass Zier das Erbstück bekommt. Leider vor Horizon oder Fuse, was ich sehr, sehr schade finde. Aber das Erbstück sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wieder eine Sichel, sieht ein bisschen anders aus. Also nicht so eine Sichel wie bei Revenant, sondern so eine kleine Handsichel. Zeige ich euch gleich. Ich möchte aber vorher betonen, alle Zier-Mains da draußen. Und die, die es vielleicht noch werden wollen, lasst bitte, bitte um Gottes Willen Vorsicht walten, bevor ihr euch das Erbstück zulegt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie es aussieht und dann erkläre ich euch, warum ich warten würde und nicht gleich meine ganze Kohle EA in den Rachen schieben würde. Ich weiß, ich soll ganz ruhig sein, mein Apex-Account, der hat mittlerweile auch schon 8 Erbstück und verdammt viele Skins. Das aber nicht Inhalt des Videos. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Tier-Erbstück. Es sieht optisch ultra geil aus. Es ist wie so eine kleine Handsichel. Die Farbkombination aus Schwarz und Gold finde ich mega, mega gelungen. Es soll im ersten Split von Season 15 kommen. Im zweiten Split sollte das Holobash-Event mit dem Wraith-Skin kommen, mit dem Wraith Prestige Skin. Wer das Video nicht gesehen hat, es ist das letzte Video, dürfte es sein. Ich verlinke es am besten hier auch nochmal. Es ist wirklich ein ultra nicer und wenn nicht sogar der geilste Skin oder die geilste Skin-Kombi im gesamten Apex-Universum. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich mache einfach mal das Bild ein bisschen kleiner. Ich bin auf die Animation gespannt. Loba, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich leider nicht so vom Hocker gehauen. Auch wenn ich die Animation mit dem Revenant-Kopf ganz geil fand. Jetzt möchte ich auch nicht weiter abschweifen. Warum solltet ihr Vorsicht walten lassen? Wir hatten es jetzt schon zweimal, wo Respawn oder EA, egal wer dahinter steckt, etwas mega geiles wie ein Erbstück oder eben ein Skin, eine Edition angepriesen hat und 2-3 Wochen später kam für genau diese gehypte Legende auf einmal ein fetter Nerf und die Legende war einfach nicht mehr so, wie sie mal war. Zum einen hatten wir das einmal, sollte es noch eine andere Legende getroffen haben, irgendwann berichtigt mich gerne in den Kommentaren, aber ich erinnere mich sehr gerne an die Pathfinder Edition, das ist schon sehr lange her, die kam raus und wenige Wochen kam auf einmal der Grappling Hook Nerf der Pathfinder auf jeden Fall extrem viel Männlichkeit genommen wurde, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil der Grappling Hook und sein Movement wurde einfach 50% der Mobilität genommen. Es waren, glaube ich, Cooldown-Zeit 15 Sekunden und dann wurde es auf 30 Sekunden angehoben. Dann wurde es irgendwann angepasst, je nachdem, wie weit du dich grappelst, ist es vielleicht nicht ganz 30, vielleicht nur 25 Sekunden. Aber das war eine Nummer, die Riesenkritik geerntet hatte. Und als war das nicht genug, oder als ob das nicht genug war, kam, wann war es in Season 13, das Erbstück um Valkyrie und was ist passiert? Das Erbstück kam, es ist mega beliebt, es ist total geil, mega Animationen. Und im Split 2 kam ein absolut krasser Nerf auf sämtliche Fähigkeiten. Natürlich ist Valkyrie noch immer sehr hoch in der Pickrate, aber dennoch war es ein sehr, sehr saurer Beigeschmack oder sehr, sehr bitterer Beigeschmack, dass kurz nach Release von dem Erbstück, um richtig schön Kohle zu scheffeln, erst dann der Nerf kam. Und deswegen möchte ich betonen, warum können wir davon ausgehen, dass das bei Seer genauso sein könnte. Seer kam heraus in, keine Ahnung, war es Season 10 oder Season 9 oder 11, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, sei es drum, darum geht es nicht. Es geht darum, der kam zu Release raus, der war mega OP, der wurde zu Recht genervt, keine Frage. Danach ist nie wieder was mit diesem Typen passiert. Kein Buff, kein Nerf. Und vor ungefähr, keine Ahnung, 4-5 Monaten waren wieder die Apex Legends Global Series. Auf einmal haben ein paar Pros gezeigt, wie krass der, wie einfach der zu spielen ist. Und auf einmal schreit die Community, oh mein Gott, Seer muss genervt werden, der ist zu krass. Obwohl seit ewigen Zeiten nichts passiert ist an der Legende. Man muss ihn nur zu spielen wissen. Ich bin der Meinung, es tut keine Not, Seer zu nerven. Ich weiß, dass es aus der Community viele anders sehen. Und wenn das so passiert,
Baltet, Vorsicht, alles hier Mains und alle, die es werden wollen, bitte, bitte tut euch selber den Gefallen. Wenn das Event kommt, stopft dem Publisher nicht das Geld in den Rachen. Wartet lieber ab, bis der zweite Split kommt und wir sicher sind, dass in den Patch Notes kein Cyanurf kommt. Der kann dann natürlich auch noch zum Start von Season 16 oder so kommen, keine Frage. Aber ich würde trotzdem vorsichtig sein. Das ist nur meine ehrliche Meinung und Warnung. Und natürlich soll jeder, der Bock aufs Tier hat, sich auch das Erbstück gönnen, wenn er Bock hat, und muss natürlich nicht warten. Ich für mich würde trotzdem einfach Vorsicht walten lassen, weil das immer ein bitterer Beigeschmack ist, ein Erbstück rauszuhauen wie bei Valk und 2-3 Wochen später Split 2 und bam, da knallt es voll rein und jeder denkt sich, was war das denn für ein mega Scheiß-Move von Respawn und EA. Also in diesem Sinne, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Wie findet ihr die Optik? Schaut euch noch den Wraith Prestige Skin an, er ist wirklich allererste Sahne. Und jetzt halte ich meine Klappe, wünscht euch noch einen richtig fetten Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.